soweit. Es geht los. Moment, warte mal. Das wird nicht funktionieren. Was? Es ist kein Welpenkristall da. Phil muss die Energie mit seinen eigenen Augen umgelenkt haben. So ist er auf Nummer sicher gegangen. Du hast doch Augen wie er, Mimi. Ich habe ein Auge. Eins. Odin hat mir das andere ausgerissen, eben damit ich nicht reisen kann. Tut mir leid, Jungs, ich dachte, es funktioniert. Was hat Odin mit deinem Auge gemacht? Er hat es noch. Und er weiß, wo er es versteckt haben könnte. Wir sind so weit gekommen. Es muss doch einen Weg geben. Hört mal. Ist vielleicht weit hergeholt, aber seit Jahren sehe ich Sindri oder manchmal Brock an diesem Berg herumlungern, wann immer Odin zu Besuch kam. Vielleicht wissen die etwas. Brock und Sindri! Eine Frage. Wo finden wir Mimirs zweites Auge? Oh. Das. Tut mir leid. Um genau zu sein, Odin bat mich. Er gab mir den Auftrag. Er zeigt es mir, wisst ihr, und ich. Lehnte ab. Verzeihung, und. Entschuldigt ihr mich? Na, das hilft ja weiter. Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Asen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelehnt. Ist das Mais? Aber ich weiß, dass er sie trotzdem baute. Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Die Schlange hat sie gefressen. Tut mir leid. Geht schon viel besser. Wie sollen wir in der Schlange suchen? Innen drin? Finden wir besser heraus, was die Weltenschlange dazu sagt. Tja, ich weiß nicht, was vor uns liegt, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eure Ausrüstung auf das Schlimmste vorzubereiten. Alles, was ihr tun müsst, macht es jetzt. Los, einmal, Sarah. Noch einmal zum Horn. Hereinspazieren. Das war's mit Ruhe und Frieden. Es wird schließlich niemand gezwungen. Verloren? Sie glaubt, sie ist vielleicht immer noch in ihrem Magen. Und die Schlange lässt euch in ihren Mund rudern, um euch umzusehen. Wirklich? Es ist so. Sie ist auch nicht gerade begeistert.
Also, wollen wir das wirklich tun? Uns von der Schlange verschlucken lassen? Du musst nicht mitkommen. Na, das will ich nicht verpassen. Eine gute Idee? Nein. Brüder, ich war an vielen seltsamen Orten. Aber das ist neu. Ja. Ich war auch noch nie im Bauch eines Riesen. Und du, Vater? Noch nie, der mich gar nicht fressen wollte. Mit so einer Antwort hätte man... Von sowas habe ich oft geträumt. Vor Träumen braucht man keine Angst zu haben, ich weiß. Es hat mich nur an das Gefühl erinnert. Damals, als Kind. Suchen wir die Statue. Ah, riecht gar nicht so schlimm wie erwartet. Wie fermentiertes Heidi. Eigentlich sogar recht ab. Du bist echt schräg. Ah, irgendwie brennt das Wasser hier drin. Das ist Wasser, oder? Ja. Wir können mit dem Boot hier anlegen. Der Hammer. Mimi, eine Idee, wo Odin dein Auge versteckt hat? Nein, ich kann schließlich nicht mehr hindurchsehen.
Ja, ist ein Auge. Vielleicht solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Sachte jetzt, sachte. Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Tja, ich kann nicht sagen, dass ich mich ganz fühle, aber es ist eine Verbesserung. Ist der Bifrost intakt? Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich! Wir gehen nach Jötunheim. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Kleiner, weißt du, was das Schicksal herausfordern bedeutet? Wir signalisieren. Was ist da los? Das war etwas furchteinflößend. Reizt unsere Anwesenheit Jörmungandrs nach? Hm? Nein. Etwas stimmt nicht. Was geschieht mit dir? Gar nicht gut. Puh, es ist vorbei. Wird sie geschlagen? Was ist das? Beeilung. Sehe ich ganz genauso. Versuche, das Gleichgewicht zu halten. Das Boot schwankt, ich werde... Ich hab dich. Was ist passiert? Waren wir das? Nein. Etwas anderes. Der tote Riese. Warum ließ uns die Schlange hier? Da! Freya. Wir können ihr noch trauen, oder? Halte Abstand, bis wir es wissen. Die Weltenschlange. Was ist passiert? Wir hatten gehofft, du weißt es. Du bist weit gereist. Ich suche meinen Sohn. Ihr beiden. Habt mir die Augen geöffnet. Du weißt gar nicht, wo er ist? Nein. Doch die Wälder und Wiesen sprechen von ihm. Ich weiß, er ist hier in Midgard. Wann hast du ihn gesehen? Ist lange her. Noch vor deiner Geburt. Warum stehst du denn so weit weg? Was ist los? Was ist passiert? Ich habe geahnt, dass ich euch beide hervorlocke, wenn ich die große Schlange verletze. Habt ihr eine Ahnung, auch nur den Hauch einer Ahnung, was ihr mich gekostet habt? Mein Sohn. Oh.
Mutter. Ich bin hier. Lauf nicht weg. Oh, ich gehe nirgendwo hin, Mutter. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich weiß, dass du noch dasselbe fühlst. Doch ich möchte, dass... Was ich fühle? Was ich fühle? Ich habe die letzten 100 Winter geträumt. Von diesem Moment. Habe alles genau durchdacht, was ich dir je sagen wollte. Jedes Wort, damit du dann endlich begreifst, was du mir alles geraubt hast. Aber jetzt wird mir klar, du musst eigentlich überhaupt nichts begreifen, weil ich dich gar nicht brauche. Nein, zurück, Kratos, das hat nichts mit dir. Der Weg, den du wählst. Rache. Er bringt keinen Frieden. Glaub mir. Du. Um dich kümmere ich mich später. Zuerst die Familie. Das wieder. Nein! Wie kannst du ihm durchdringen? Hört bitte auf zu kämpfen! Wende dich lieber davon ab, Junge. Das wird nicht schön. Ich lass das nicht zu. Nein, Junge. Na schön. Halt! Yeah! Nein! Nein, Atreus! Du blutest. Atme, Junge. Atme. Nicht mein Blut. Was ist das? Ich kann das spüren. Ich kann jetzt alles spüren. Nein! Er ist verwundbar. Schlug auf den Mistelzweig? Im Köchergurt, ja. Die Mistel hat ihn verletzt. Freya hat sie böse genannt. Er ist nicht nur verletzt. Der Bann ist gebrochen. Dann kann man ihn töten. Ganz bestimmt. Langsam erinnere ich mich. Jetzt erinnert er sich. Sie kontrolliert dieses Ding? Haltet euch da raus! Ich weiß, ich kann ihn umstimmen! Nein, Weib! Kannst du nicht! Er hat vor, dich zu töten! Du kannst mich nicht aufhalten! Niemand kann das! Wo ist er? Es ist mir egal, wenn er mich tötet! Ich werde ihn beschützen! Ich lasse ihn nicht sterben!
wie ergreifend. Das ist alles bald vorbei. Da! Wird jetzt umso befriedigender sein. Herrlich! Ich fühle! Es ist kalt! Meinem Jungen nicht weh! Die Kälte wird besser als du! Darum zu! Das hält mich aus! Mutter! Ich werde dich kriegen! Ich fühle! Das ist kalt! Tu meinem Jungen nicht weh!
Was hält mich auf? Du bist super, Mutter. Ich werde dich kriegen. Lebendig gefühlt. Aufhören!
gemacht. Schmerz. Oh, oh, wundervoll. Ja. Befriedigender sein.